Muss ich mein Ding jetzt wieder auspacken? Oh, jetzt muss ich mein Ding wieder auspacken. Na klasse. Flupp. Sammel mal. Super gemacht. Flop, 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 flop. Er meint auch, der hätte was zu sagen. Oh. Hier geblieben. Flop. Ins Gesicht. So, brauche ich noch was? Hier brauche ich denn 5 Stück. Verwirrt. Ach, verirrtes Kind. Nee, verwirrtes Kind. Ist das Kind jetzt verwirrt oder verirrt? Weil ich immer so gut dabei bin. Da sind noch welche und ich brauche noch 2. Das sind 3, super. Und das noch das letzte. Klack, klack, klack. Und dann machen wir hier Executing. Wuhu. Upfa, up in your face. So. I have a bad feeling about this. Das sollte genug sein. Wir benötigen jedoch noch andere Materialien. Das war ja klar. Wir haben Nägel und Bretter, aber keine Auflagerungen. Ihr wisst schon, die Auflagerungen für das Wasserrad. Gewöhnliche Metallstangen können so ein schweres Wasserrad nicht halten, weshalb wir Stangen aus einem speziellen Metall hergestellt haben. Dieses Metall darf nicht unterschätzt werden. Die Luftschiffe benötigen es zum Fliegen. Ohne dieses Metall und den Napolit aus dem Auftrieb erhöht, das den Auftrieb erhöht, gäbe es keine Luftschiffe auf dieser Welt. Bei wie dem auch sei. Wenn ihr dieses Auflagen holen könnt, können wir eine Menge Geld sparen und das Wasserrad wieder zum Laufen bringen. Es könnt nicht nur uns, sondern auch euch zugute. Ich glaube, dass hier die Auflagerungen einfach im Wasser liegen. Keiner würde sie stehlen. Keep your guard up. Was, da unten oder was? Lol. Geronimo! Klar, Mädel, springt 300 Meter nach unten, um uns die Aufladung zu holen. Pff, warum nicht? Auflagerung. Ah. Interessant, da haben wir es gefunden. Das ist eine geile Quest, muss ich gestehen, die gefällt mir. Aus dem Wasser was rausholen. Go, go, Drache. Und da bin ich wieder. Ja genau, das ist es. Aber nur eine, wo ist der Rest? Habt ihr das übrigens gerade gesehen? Eine weitere Person. Während ihr auf der Auflagerung gesucht habt, hat sich jemand bei euch bei der kaputten Brücke umgesehen. Er schien euch meinen zu wollen. Ich habe ihn nur kurz gesehen. Lebt er auf der Brücke? Was? Lebt er auf der Brücke? Und wir wussten es nicht. Wenn er auch, wer auch immer er ist, hoffentlich können wir ihn verjagen. Er darf uns nicht im Weg stehen. Verjagt den Infiltrator unter Pandions Brücke. Alter, dein Ernst? Hatten wir einen Infiltrator. Hier irgendwo muss einer sein. Hier vielleicht. Ah. Das ist da einer von den Chucks.
Alter, wie viel Schaden nimmt denn der? Bam, in your face! Ja, ja, stirbt einfach. Okay. Ich finde es sehr witzig, dass das Spiel wusste, dass es Infiltrator ist. Woher soll denn der das wissen? Na gut. What did you need? Er hat dich angegriffen und weiß, wer ihr seid. Ihr meint, dass ein Chucks beim Luftschiff aufhalten. Ihr meint, dass sich Chucks beim... Könnte es sein... Es wäre wahrscheinlich möglich. Untersucht das Luftschiff, das in zwei Teile zerbrochen ist. Es gehört den Chucks. In den Trümmern sollten Hinweise zu finden sein. Keep your guard up. Nochmal da runter. Alter. Das dauert da was? Besteigt den... Nee. Fertig mit dem Quest, keine Ahnung warum. Mal schauen, was ich gefunden habe. Ich weiß es für mich selber nicht. Nichts. Da war meine Vermutung wohl richtig. Es sammelt jemand Teile des Luftschiffs und der kaputten Brücke ein. Aber wofür werden sie benötigt? Ungeachtet dessen, ein Schack sammelt diese wertvollen Materialien ein. Das Ganze scheint mir sehr verdächtig. Keiner von uns konnte irgendwelche Hinweise finden. Wir sollten es dem Patrouillenhauptmann überlassen. Übrigens, der Patrouillenerhalten ist nun im Südosten des Parsing Hinterwald stationiert. Geht zu ihnen und erzählt alles, erzählt das, was ihr wisst. Er heißt Jan Bitz. Bittet ihn, alle Materialien so bald wie möglich zurückzuholen, ohne sie können wir die Brücke nicht reparieren. Okay, irgendwie war das geplant und da waren wohl Teile in der Brücke drin. Ich stehe ihm sehr nah. Da waren wohl Teile in der Brücke drin, die Schachts brauchen. Die Frage ist natürlich, warum und wieso und wer. Aber ein paar Sekunden dabei waren wir ja schon. Das heißt, wir haben immer nur die eine Quest. Ich weiß noch, wir wollten die damals machen, die Quest hier, aber die wurde uns nicht angezeigt. Deswegen konnten wir die nicht machen. Das haben sie anscheinend gefixt. Und jetzt können wir sie machen. Oh, die Chucks. So. Hier rennen überall noch so Überbleibsel von den Chucks rum. Ah, da hinten, okay. Na, Hallöchen. Ich möchte mich auch beeilen, aber könnt ihr nicht sehen, dass wir uns zahlenmäßig weit unterlegen sind? Banditenboss Sivunda ist kein gewöhnlicher Bandit. Es gibt immer einen anderen Weg. Ich habe bereits jemanden gesandt, die Banditenhöhle zu infiltrieren. Allerdings konnte ich nicht viel Informationen sammeln, da die Verteidigung sehr stark ist. Diese Banditen haben irgendwie eine seltsame Herkunft. Es sieht so aus, als ob sie wahllos Schlägertypen und Schurken rekrutieren. Banditenboss Sivunda und einige seiner Männer haben jedoch einen Kern gebildet. Sie führen irgendwas im Schilde. Vielleicht hat es mit den Teilen zu tun, von denen ich euch erzählt habe. Ich hab dir doch das erzählt, hä? Mein Agent wird die Nachricht in einem Stück Fleisch verstecken und es den Wildhunden zum Fraß vorwerfen. Wir sollten bald eine Nachricht erhalten. Bitte tötet diese Hunde, schneidet ihre Bäuche auf und sucht nach der Nachricht. Okay, was haben wir hier noch? Das sind alles Quests, die neu sind.
Oh mein Gott, meine antike Schnupftabakflasche, für die ich einen ordentlichen Batzen bezahlt habe. Die Edelsteinhalskette, die meiner Familie von Generation zu Generation vererbt wurde. Und die kostbare Mithril-Schatzkiste, die ich meiner geliebten dritten Gemahlin geschenkt... Deiner geliebten dritten Gemahlin, das ist ein Widerspruch an sich, aber okay. Geschenkt habe. Banditen haben sie gestohlen. Die Pein ist zu groß, dass mein ganzer Leib schmerzt. Helft mir, oh so helft mir doch, die Sachen von den Parsing-Räubern zurückzuschaffen. Ich bezahle euch großzügig. Ja, also wenn du drei Frauen hattest, dann muss deine Liebe auch unendlich groß gewesen sein für jede der einzelnen, die von Sivona angeführten Banditen haben das Brückenreparaturmaterial gestohlen, das wir zur Reparatur der Pion-Wasserbrücke benötigen. Wir müssen alles zurückholen und diesen Banditen eine Lektion erteilen. Krieger, die uns dabei behilflich sind, erhalten eine Belohnung. Erhebt eure Waffen, wenn nicht, um den Gerechtigkeit willen, so wenigstens für einen glänzenden Goldmünzen. Great Dragons, be with you. Na dann, auf die Fresse. So, warte mal, erstmal hier Wölfe aufschlitzen. Ach ne, was ist das denn? Seltsame Erdhügel. Es ist nichts im Erdhügel. Hua! Hier sind noch ein paar Erdhügel. Es ist nichts im Erdhügel. Hier haben wir noch ein bisschen davon. Salzholzblock. Nehmen wir natürlich mit. Ja, nehmen wir natürlich mit, sagte ich. So, drittes Mal kommt Wort des Grimms. Schade, kriegen wir nicht mehr hin. So, ich soll ich machen? Na gut. Das war ein Erdhügel. Was habe ich jetzt gefunden? Keine Ahnung. Ach Leute. Bindung hergespielt mit Hasul Wirbelflamme. Holzbogen unvergesslich. Machen wir mal kurz B. Schmeiß den Wurmteller raus. Da hat er den Holzbogen gesammelt. Oder? Sieht so aus zumindest. Oh, Junge. Ich weiß nicht, was wir die Löcher empfinden sollen. Seltsame Erdhügel. Müssen bestimmt irgendwas wegschmeißen, damit es sich aktualisiert. Schauen wir mal, das wegkommen. Quests. Brückenreparaturmaterial. Haben die es hier verbuddelt oder wie sehe ich das richtig? Komiker. Ja, wir haben nichts, komm, verbuddeln wir es einfach. Hallo? Nicht genügend Platz. So, jetzt habe ich schon wieder ein Drachenei gefunden. Keine Ahnung, ich will gestern Drachenei haben soll. Na. So.
Hier noch ein seltsamer Hügel und hier ist auch noch einer.